Für die FDP spricht nun der Kollege Albert Dünn. Ja, verehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, also Wirtschaft scheint das Plenum nicht ganz so zu interessieren. Die Sitze sind ziemlich dünn besiedelt. Das finde ich schon mal ein schwaches Bild. Eines der wichtigsten Themen, um das wir uns unbedingt kümmern müssen für die Zukunft. Also ich möchte mich erstmal bedanken bei der Wirtschaft, bei den Unternehmern, den Mittelständlern, den Handwerkern, den Freiberuflern, den Selbstständigen, den Arbeitnehmern, weil die machen unsere Arbeit erst möglich. Die finanzieren nämlich das Ganze. Die bringen jeden Monat diese Gelder hinein, die wir gerne dann verteilen, nach Gutdünken. Wir behindern durch immer mehr Gesetze, Verordnungen und Bürokratie. Die Politiker, habe ich langsam das Gefühl, und jetzt sage ich die Politiker, damit meine ich mich ja scheinbar selber auch, aber ich habe das Gefühl, wir haben ein gewisses Misstrauen gegenüber der freien Wirtschaft. Weil das, was wir ihnen aufdrücken, ist schon echt gewaltig. Wenn ich bedenke, Mindestlohn-Dokumentationspflichten, ganz ehrlich, kann im Handwerk überhaupt gar keine einhalten. Das ist Dummheit. Die ganze Woche über fahren die Wagen raus, reparieren und am Sonntag schreibt der Handwerksmeister zu Hause die Namensliste und am Montagmorgen kommen die Arbeitnehmer rein und unterschreiben die Stundenanzahl, die sie gehabt haben. Arbeitszeitregelung, das ist ja nun auch so ein Treppenwitz. Vor 2 Jahren hat die Frau Nahles, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie sie Homeoffice gerne gestalten wollte, mit dem Abstand von der Tastatur, Proben zu Hause, ob die Luft auch stimmt, ob das Licht auch in Ordnung ist und das wäre was ganz, ganz Böses. Also Homeoffice, nee, das geht nicht. Jetzt kommt die SPD daher und fordert ein Recht auf Homeoffice. Also ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich den Unternehmen zumuten können, dass sie auch noch Homeoffice machen müssen. Das geht einfach nicht. Das ist nämlich Sache des Mittelstandes und der Unternehmen. Und auf alle Fälle sollte man denen schon diese Aufgabe überlassen. Und ich glaube, die können vieles, vieles besser, als wir glauben, ihnen vorschreiben zu müssen. So, wo helfen denn wir angeblich mit unseren Fördergesetzen dieser ganzen Gesellschaft, dieser ganzen Wirtschaft? Wir greifen ein in die unternehmerischen Entscheidungen. Langsam habe ich das Gefühl, dass der Arbeitskräftemangel auch zum Teil dadurch entsteht, dass wir immer mehr Bürokratie aufbauen und die Unternehmen dadurch immer mehr Arbeitskräfte binden für diesen, entschuldigen, dass ich das sage, Mist. Ich lese Ihnen mal einen Satz vor. Normalerweise lese ich nicht vor, aber heute lese ich was vor. Wie stellen Sie die Einhaltung der Verordnung zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sicher? Bitte legen Sie in diesem Zusammenhang dar, wann und wie Ihre Neu- und Bestandskunden überprüft werden. Hinweis: Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stellt auf die Einhaltung, und jetzt kommen ein paar EU-Gesetze, ab. Hier können auch völlig neutrale Warenlieferungen in unsensible Länder, in Klammern, zum Beispiel Schraubenlieferungen in die Schweiz, betroffen sein. Meine Lieben, wisst ihr, was das bedeutet? Wir müssen jeden Kunden, jeden Lieferanten, jedes Material untersuchen, egal wohin wir es schicken, wenn es nicht in der EU ist. Schweiz zum Beispiel. Es könnte uns passieren, dass es auch bald mit England soweit ist. Dass wir alles einzeln nachweisen müssen. Wir haben diese Arbeitszeitregelung im Homeoffice, das passt sowieso alles nicht zusammen. Und ich glaube, dass wir die Arbeitszeitregelung wirklich mal liberalisieren und auflockern müssen. Wir brauchen Ladenöffnungszeiten, das spreche ich nur im Nebensatz an, weil tatsächlich ist es ein Erwirtschaftungsverbot für Einzelhändler und Ladenbesitzer. So, und jetzt nochmal die Frage, wo müssen wir denn der Wirtschaft helfen? Infrastruktur. Die Schienen sind marode. Das ist ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Vieles kann die Wirtschaft besser als der Staat. Die Staaten glauben immer, oder die Politik glaubt immer, sie müsste sich überall einmischen. Aber es ist nicht so. Wie schaut es aus mit den Straßen? Um Gottes Willen, fahrt mal im Moment durch München. Schau mal an, Glasfaser ist nicht. 5G, dabei geht noch nicht mal GSM oder LTE, selbst in München nicht. Bildung, da reden wir immer viel, aber es passiert nicht.
Ganz zu schweigen von dem, was auf uns zukommt, Energiesicherheit. Und das wird das wichtigste Thema, ist vorhin schon mal angesprochen worden, in den nächsten 3-4 Jahren. Ich bin ja mal gespannt. Ohne Strom geht gar nichts. Meine Lieben, kümmern wir uns um die großen Aufgaben und lassen die kleinen und mittelständischen Betriebe endlich mal in Ordnung, in Ruhe. Die können das besser, als wir glauben. Dankeschön.